Hey meine neugierigen Freunde, ein englischer College-Student namens Derek hatte eigentlich alles, was sich ein Mensch nur wünschen kann. Er hatte einen tollen Job, er hatte eine tolle Familie und er lebte eigentlich den amerikanischen Traum. Doch was dann passieren sollte, ist so tragisch und unglaublich, dass es ihn noch heute belastet und dass er es bis heute nicht richtig verkraftet hat. Er hat diese Geschichte auf Reddit erzählt, aber er hat das mit einem einmaligen Account gemacht, weil er den Account danach wieder löschen wollte, da die Geschichte für ihn zu persönlich ist. Aber er hat gesagt, die Geschichte darf man erzählen und er hat da nichts dagegen. In den ersten Minuten des Videos werde ich euch ein kleines Easter Egg geben, sozusagen einen kleinen Hinweis darauf, wie die Geschichte zu Ende gehen wird. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Easter Egg schon vor der Auflösung herausgefunden habt oder erst danach zurückgegangen seid und euch dann gedacht habt, ah, so war das also. Das war das Easter Egg. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist Dereks Geschichte. Derek war wie gesagt ein englischer College-Student, der in seinem letzten Semester angekommen ist. Er war ein etwas schlaksiger, hagerer Junge, der nur etwa 60 Kilogramm wog und so fiel es ihm etwas schwerer, eine Frau zu finden. Er hat sich also immer im College umgeschaut, welche Mädels würden ihm gefallen und eines Tages sah er sie, Evelyn. Sie war so unglaublich schön und schien so ein tolles Wesen zu haben und so einen schönen Charakter, dass er beschloss, ich muss sie unbedingt kennenlernen, ich muss sie ansprechen. Doch Derek war, wie gesagt, ein etwas schüchterner Junge und es fiel ihm ziemlich schwer. Anfangs schickte er seine eigenen Kumpels vor, doch nach einiger Zeit fasste er seinen Mut zusammen, er lernte sie kennen und er hat sie tatsächlich für sich gewinnen können. Sie sind ein Paar geworden, sie sind zusammengekommen und nach etwa 2 Jahren haben sie schon geheiratet. Und gleichzeitig brachte sie seine erste Tochter zur Welt. Es schien also unfassbares Glück zu sein, Derek war unglaublich glücklich und bereits nach weiteren 2 Jahren kam sein Sohn zur Welt. Das heißt, 4 Jahre nachdem er sie kennengelernt hatte, waren sie letztendlich die Bilderbuchfamilie. Mit 2 Kindern, Mädel und Junge und alle waren gesund und glücklich. Derek hatte zudem einen super Job, das heißt, er hat genug verdient für die gesamte Familie, sodass seine Frau nicht arbeiten gehen musste und den ganzen Tag Zeit hatte, sich um die Kinder zu kümmern. Jeden Abend und jeden Morgen ging Derek in das Zimmer seiner Kinder und verabschiedete sich am Morgen, wenn er zur Arbeit ging, küsste sie und liebte sie einfach. Er war so überglücklich über seine Bilderbuchfamilie. Er lebte im Prinzip den amerikanischen Traum. Er träumte eigentlich immer schon von diesem Leben. Doch eines Tages sollte sich sein Leben verändern. Und zwar auf sehr seltsame Weise. Es fing an mit der Lampe im Wohnzimmer. Er saß auf der Couch und plötzlich, als er die Lampe des Wohnzimmers betrachtete, schien diese irgendwie seltsam geformt zu sein. Sie schien irgendwie nicht mehr richtig von der Perspektive zu sein. Es schien, als wären die Dimensionen umgekehrt. Das heißt, sie war schon noch irgendwie 3D, wie er sagt, aber irgendwie waren die Achsen umgekehrt. Das, was eigentlich nach innen gehen sollte, kam irgendwie hervor bzw. heraus. Es war also alles ziemlich seltsam. Doch Derek dachte sich noch nichts Ernstes dabei. Er dachte sich, vielleicht ist er nur müde oder etwas Ähnliches. Er ging also ins Bett und beobachtete das Ganze noch die nächsten Tage. Es war aber immer dasselbe. Die Lampe wies jeden Tag diese seltsame Perspektive auf. Obwohl es eigentlich eine ganz normale Tischlampe war. Sie hatte einen roten quadratischen Sockel mit goldenen Verzierungen drauf und 4 Füßen. Und obendrauf war ein weißer quadratischer Lampenschirm. Also alles ganz normal. Doch es ging weiter mit dieser seltsamen Perspektive. Derek konnte nicht anders als immer diese Lampe anzustarren. Denn er war irgendwie angezogen von dieser Lampe und es faszinierte ihn auch. Und es machte ihm auch Angst. Er dachte sich langsam, habe ich vielleicht irgendeine Krankheit? Habe ich einen Tumor oder etwas Ähnliches, das irgendwie auf meine Gehirnregion drückt und diese Lampe deswegen so seltsam aussieht? Aber warum dann nur diese eine Lampe? Wäre es dann nicht auf alles anzuwenden, wenn er irgendeinen Tumor hätte oder etwas Ähnliches? Nichtsdestotrotz schien das Ganze auf jeden Fall weiterzugehen. Und irgendwann war es dann so weit, dass Derek immer diese Lampe anstarrte. Er vergaß sogar zu essen und irgendwann sogar aufs Klo zu gehen. Jetzt machte sich seine Frau natürlich extreme Sorgen. Das Ganze hat eine Grenze überschritten. Er hat so lange diese Lampe immer angestarrt, dass sie nun endlich einen Arzt gerufen hat, der nach Hause kommen sollte, um sich ihren Mann anzusehen. Doch als der Arzt da war, da passierte es. Die Lampe
wurde immer größer aus dem Sichtfeld von Derek. Es nahm immer mehr seines Blickfeldes ein. Das Licht färbte sich auch plötzlich rot und er hörte auch Stimmen aus diesem Licht kommen. Es waren mehrere unterschiedliche Stimmen. Und irgendwann war das Licht so groß und es hat so viel von seinem Sichtfeld eingenommen, dass er nur noch dieses Licht sah. Und dann passierte es. Er sah plötzlich Leute um sich stehen, die über ihm standen, und er war total verwirrt und er spürte extremen Schmerz an seinem Kopf. Er fasste sich also an den Kopf und merkte, dass er wohl irgendwo auf dem Gehsteig gestürzt war und mit dem Kopf auf den Gehsteig geknallt war. Und nachdem ihn da alle Leute so ungläubig und schockiert ansahen, erinnerte er sich noch an seinen ersten Satz. Er sagte, mir fehlen einige Zähne. Die Polizei war auch vor Ort und so nahmen sie Derek mit. Sie legten ihn auf die Rückbank ihres Polizeiautos und fuhren ihn direkt ins Krankenhaus, denn sie wollten nicht warten, bis der Krankenwagen eintrifft. Im Krankenhaus angekommen, wurde er stationär aufgenommen und behandelt. Später erzählten ihm die Ärzte, was passiert war, denn es stellte sich heraus, es ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches dort passiert. Derek wurde nämlich auf diesem Gehweg von einem starken Footballplayer angerempelt, der viel schwerer war als er, und zu Boden dadurch geschmissen. Er verletzte sich also im Gesicht, ihm wurden einige Zähne ausgeschlagen und er hatte auch Verletzungen am Hinterkopf. Es hat sich also herausgestellt, dass dieser Sturz auf den Gehsteig bei ihm eine Ohnmächtigkeit hervorgerufen hat und diese Ohnmächtigkeit hat seinem Gehirn einen Streich gespielt. Er hat tatsächlich sich vorgestellt, er hat geträumt, dass er 10 Jahre lang sich ein Leben aufgebaut hat, mit Kindern, Familie und einem guten Job. Aber das ist alles nie wirklich passiert. Das war alles nicht real. Er hat sich das nur vorgestellt, wegen seiner Verletzung. Das hat die Mediziner wirklich unglaublich erstaunt. Denn normalerweise ist es ja so, dass das Gehirn, wenn es Shutdown macht, das heißt, wenn es ohnmächtig wird oder schläft, komplett das Zeitgefühl verliert. Dann wirken manchmal ganz lange Perioden sehr kurz. Das kennt man von Koma-Patienten, die berichten oft, dass sie ihre ganz lange Periode, die sie im Koma gelegen sind, als ganz kurzen Zeitraum wahrgenommen haben. Oder auch beim Schlafen, das wissen wir alle. Wenn wir viele Stunden schlafen, dann kommt uns das manchmal ziemlich kurz vor. Das ist der normale Weg, den das Gehirn nimmt. Aber wir wissen so wenig über das Gehirn. Es ist auch so komplex, dass es möglicherweise vielleicht auch den anderen Weg nehmen kann. Dass die echte Periode, die echte Zeitspanne sehr kurz war, aber das Gehirn suggeriert hat, dass eine sehr, sehr lange Zeitspanne vergangen ist und da auch Geschehnisse und Live-Events halt dir suggeriert hat. Das muss man also noch herausfinden in der Medizin. Aber dieser Fall zeigt, dass es durchaus möglich sein kann. Auf jeden Fall war es dann so, dass Derek so erschüttert war von dieser Erfahrung, dass er ja für sich gesehen in seiner Vorstellung seine ganze Familie verloren hat, dass er in eine unglaubliche Depression gefallen ist und auch eine Therapie machen musste. Er hat 3 Jahre lang stark damit zu kämpfen gehabt und er sagt, dass er auch heute noch seinen Sohn vor sich sieht manchmal und ihn reden hört, aber er hört nicht wirklich seine Stimme, denn es ist schon so verschwommen alles mittlerweile, dass er sich nicht mehr an die Stimme seines Sohnes erinnern kann, aber er sieht ihn noch manchmal vor sich. Das war die Geschichte von Derek, eine unglaubliche medizinische Geschichte, wie ich finde. Da muss auf jeden Fall noch Forschung betrieben werden hinsichtlich des Gehirns, was da möglich ist. Und mich würde es wirklich interessieren, wenn die Forschung da vorankommt und herausfindet, ob das Gehirn einem wirklich 10 Jahre lang etwas suggerieren kann, obwohl man nur wenige Minuten auf einem Gehsteig mit einer Gehirnerschütterung bzw. einer Kopfverletzung gelegen ist. Das war's mit dieser Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Easter Egg herausgefunden habt, das irgendwo im ersten Drittel des Videos vorkommt. Ich mache mich schon mal auf die Socken nach dem nächsten Thema und fange schon mal an zu recherchieren. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video. Ciao!